Läuft das Band? Ja. Ein Klavier, ein Klavier. Hallo, willkommen bei Babys Thermotipps. Ab sofort gibt es hier die leckeren Thermomix-Rezepte. Ja, ich weiß ganz genau. Da gibt es jetzt hier so ein paar Hanebamble, die sagen, ich kann auch selber kochen, ich brauche so eine Maschine. Du wirst auch da verschissen, ohne Hose nicht mit der Hand sein, mit der Wäschmaschine. Alles klar, so. Und die, die meinen, sie können selber kochen, einfach weiterschalten auf den nächsten Facebook-Account, einfach fort. So, wir machen jetzt heute mal den mediterranen Käseaufstrich. Das ist so mein Lieblingsding. Und es geht folgendermaßen: Wir müssen einfach nur das tun. Carsten filmt, sag mal, hallo Carsten. Hallo Carsten. Carsten, komm mal her. Zeig mal, jetzt haben wir es hier ja schon alles eingegeben, gell? Hier ist, Perfekt. Warte mal, schlank hier. ja, da drücken wir mal drauf, mediterrane Käseaufstrich. Oder auch nicht, doch. Nein, ich möchte es neu starten. So, Kochvorgang starten. So, Knoblauchzehe. Ja, das ist so, Knoblauchzehe haben wir hier neben dem Haus. Wir haben Knoblauch. Paste, die haben wir selbst gemacht, auch mit dem Thermomix natürlich, ganz klar. Und dann nimmt man so ein Löffelchen und das ist ungefähr eine Knoblauchzehe. So. Dann geht's weiter. Petersilie ohne Stiele. Also, ich nehme gern die gekräuselte. Carsten nimmt gern die glatte. Deswegen habe ich heute mal die glatte Du genommen. bist so lieb. Ich weiß. Und dann packen wir das also mal da rein. So, Du musst dich mal ein bisschen langsamer bewegen. Ich kann so schnell nicht switchen. Ja, Petersilie. das haben wir jetzt. Ja, wunderbar. So. Deckel drauf. Jetzt drücke ich aufs Knöpfchen. Dann muss ich hier jetzt wählen. Ihr müsst einfach nur tun, was das Ding sagt. Es hat eine Gewinngarantie, kann gar nichts schief gehen. Und jetzt aufpassen. Die Avon-Beraterin. Der Ton ist gruselig, das müssen wir wieder ändern. Ja, den stellen wir wieder um. Der andere war viel schneller. So, jetzt nimmt man die Spatel und dann geht man mit dem ganzen Klumpatsch. Guck mal, da neu, ne? So. Yes. Schiebt den ganzen Schmodder ein bisschen runter. Ja, so. Was da die Hände wegnehmen. So sieht es aus. Wunderbar. So, jetzt gibt es 200 Gramm Weichkäse. Feta, Hirtekäse, je nachdem, was ihr wollt. Den macht man jetzt. Ein Footgramm ist das. Ja, klappt's nicht? Ja, doch, geht schon. So, den machen wir mal auf. Dann machen wir den so ein bisschen klein. Einfach hier so ein bisschen zerbröseln und rein mit dem Klamotter. So. Deckel drauf. 5 Sekunden auf Stufe 4 in der Zwischenzeit. So ein kleiner Gin Tonic zwischendurch. Das Corona treibt einem schon irgendwie schon ein bisschen. Der Alkohol. So. Kann man mal zwischendurch reingucken, so sieht das dann aus. Kriegst du mit der Hand sowieso nicht hin. So, und jetzt kam Frischkäse. Frischkäse ist ja, die Waage erstmal schnell, jawohl. Frischkäse ist ja bei uns im Haus. Riesling und Frischkäse und Feta, das haben wir eigentlich immer. Früher war es die Fleischwurst, aber naja, ihr wisst ja, man muss ein bisschen drauf achten. So. Na. Bin damit. So, dann haben wir ein fertige Teelöffel Salz. Nicht so viel, gell? So, Nein, reicht. viel zu viel. Eine Prise Cayenne-Pfeffer. Hast du auch aufgemacht? So, Messbecher drauf. Und weiter. Und jetzt. 10 Sekunden. Das ist nämlich schon der dritte Versuch, den wir starten jetzt mit dem Thermomix-Ding. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Fertig ist die Schüssel. So sieht's aus. Der mediterrane Käseaufstrich. Es gibt das Steak dazu. Ein kulinarischer Orgasmus. Wenn ihr mehr davon erfahren wollt oder wenn ihr einen Thermomix wollt, den könnt ihr bei mir bestellen. Ich komme auch zu euch nach Haus, wenn es mal wieder geht, dann machen wir ein Erlebniskoch. Ihr könnt aber auch bei E-Mail bei mir bestellen unter baby@baby.de und dann machen wir das einfach per FaceTime. Erklär mir euch per FaceTime, wie so ein Ding funktioniert und komme trotzdem noch zu euch nach Haus und mache noch ein schönes Erlebniskoch mit euch.
Bis zum nächsten Mal. Da gibt es nämlich den mediterrane Tomatenaufstrich.